Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part New Super Mario Bros. U Deluxe. Die Bauarbeiten vor meiner Haustür sind fertig und es gibt einen neuen Part. Los geht's mit dem Peach-Alter-Paradies Eiswürfel-Eisfälle. Spooky. Schön, dass ihr wieder da seid. Aber auch dieses Level ist, ich glaube, nicht so das große Problem, nicht wahr? So, dann ist es so, glaube ich, so und dann so und dann so und dann so. So. Das sollte es an dieser Stelle gewesen sein. Es ist... Mal gucken. Werden wir uns elendig verlaufen? Oder nicht? Das ist hier die Frage. Da ich spiele, erübrigt sich wahrscheinlich die Frage. So. Ja, warum nicht gleich so? Aber hier ist doof. Warte mal, ist da was? Nein. So. Diese Tür war auf jeden Fall nicht die richtige. Spooky. Ich weiß gar nicht, macht das einen Unterschied, ob die Tür da unten auf den Stein ist oder hier oben drauf? Aber ich glaube nicht. Nein. Naja, gut, was jetzt? Hier lang. Ich muss noch ein bisschen an die Coins denken, ne? Danke, Fake. Bin ja nicht so der Freund, ne, von den Geisterhäusern. Ach, jetzt werde ich mir das alte morgen. Blöd. Und tot. Okay, alles klar. Das ist wieder special. Aber wir kriegen neuen Eichelpilz. Den schnappen wir uns doch. Ach, hätte ich mal direkt jetzt einen angezogen. Das wäre natürlich sinnvoller gewesen. Komm, weg damit. Obwohl man hinterher die Sterne auch ganz gut gebrauchen kann in manchen Situationen. Aber gut, okay. Dann werde ich den erstmal nehmen hier. Und dann schauen wir mal rein. Wir haben noch nicht eine Münze gefunden. Wie erbärmlich. Ich finde sowieso, es gibt nicht viele Spukhäuser in New Super Mario Bros. U. Aber wenn sie da sind, sind sie gemein. So. Ohrchen grauen. Nee, die Tür war nicht gut. Die Tür war gar nicht so gut. Die war gar nicht so gut. Also muss es ja dann doch die sein. Oder vielleicht doch eine ganz andere. Egal. Weg hier. Es kann bloß die sein. Bam, bam. Dü, 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 dü. Okay, dann wird es mit Sicherheit. Ich probiere mal. Diese Themen aus. Wäre schon schön, mal sowas wie eine Starcoin zu finden. Und haben wir schon zwei. Okay.
Nix tabu. Ich weiß, dass ich da den P-Switch machen muss und da unten dann lang laufen muss, weil da versteckte Blöcke sind, die nur mit dem P-Switch zum Münzen werden. Das ist schon gemein. So viel dazu. Aber ich kriege meine Chance, das Spiel ist fair. Da oben wäre die letzte Coin gewesen. Aber gut, egal. Wir haben schon mal zwei Safe. Das sage ich schon, bin noch nicht mal ans Ziel gelaufen. So, aber wir haben es geschafft. Zwei Coins sicher. Und wir wissen auch, wo die dritte ist. Boah, dann geht's ja dann schon direkt zu Wendy. Dann hätten wir das Ding ja auch schon wieder durch. Wow. Da war das Scrolling mal wieder nicht schnell genug. Ach, Menno. So. Na? Verdammt. Nein, da warte ich lieber nochmal. Könnt ihr euch mal verpiesen, Muckel? Schön. Ihr mögt mich, ne? Hallo. Auge in Auge. Zahn um Zahn. Woohoo! Boo! Boohoo! Ooh! Da 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 da! Boohoo! Ooh! Na 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 na! Okay, ich mach's gleich nochmal frisch. So viel dazu. Das ist schon gemein, ne? Man könnte jetzt natürlich jetzt eine Pi-Eichel nehmen und da hochkrauchen, aber nee, die hebe ich mir für was ganz Besonderes auf. Aber ihr kennt das ja schon, ne? Zack, zack, zack.
Mist. Türchen, na komm mal her. Nicht du. Auf ein neues. Wir kennen das ja schon, ne? Hier lang. Hier lang. Jetzt haben wir's. Wie sagen wir so schön? Alle guten Dinge sind 300. Skill, hä? Skill. Guti. Upsala. Na nö. Haben wir hier ein Secret Exit. GG Basti. Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Im Großen und Ganzen kann man fast immer davon ausgehen, dass in Geisterschlössern ein Secret Exit ist. Fast immer. Wo wird uns dieser Weg hinführen? Oha. Ein weiteres Eislevel. Na, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Vielleicht schaffen wir es recht fix. Was haben wir denn da? Karl. Ach du Scheiße. Ja, ich erinnere mich an dieses Level. Das ist nicht gerade besonders geil. So, weg. Und du hast deinen Spaß, mein liebes Knabberblümchen. Den vermiese ich dir aber. Komm schon. Ja. Nee. Willst du mit mir Ball spielen oder was? Ich hätte dich jetzt, glaube ich, gebraucht, ne? Oder? Nö, hier noch nicht. Aber ich muss mich ein bisschen umsehen, bevor ich jetzt hier ewig schnell hier herumlaufe. So. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Bella. Ja, die hole ich mir mal. So, dann ich denke. Ach, Mario. Ach, du kannst sie gar nicht aufnehmen. Okay, alles klar. Oh, das ist gut. Einmal weg. Nein. Ah, das war schon die böse zweite Münze. Lass mal schauen, wo das erste Münzchen ist. Ach, ich glaube gar nicht, diese Ruhe ist herrlich. Haben wir mal wieder Spaß am Aufnehmen. Momentchen mal. Aha. Okay, das macht mega viel Sinn. Hätte doch ein Münzchen sein können, ne? Wäre das nicht schön? Ja, finde ich da auch. Dankeschön.
Aber lass mich raten. Hier oben irgendwo. Ah ja, ist klar. Lass uns noch ein bisschen beeilen. Ne? Möglichst ohne viel Fehlerei, aber. Ey, wir sind durch. Das ist die Hauptsache, ne? Ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt einen Eichelpilz und schauen uns mal so Richtung Anfang um, ob da irgendwo die eine Münze rumkraucht. Oh, 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 die Schienen verraten uns einiges. Denn diese bringen uns direkt zu den Candysminen. Aber bis wir da sind, ach, das dauert noch ein bisschen. Obwohl, es könnte eigentlich schneller gehen, als wir uns, ja, wünschen. Aber ich finde es schon sehr, sehr cool gemacht mit der Bahn hier. Okay, dann Eichepilz und ab dafür. Genau. Ist nix. Spielt ihr wieder mit euren Bällchen? Wer hat euch das erlaubt, hä? Ich werde das Gefühl, ich lasse das hier irgendwo. Tja, interessant. Wo könnte jetzt hier die Coin sein? Bestimmt nicht hier oben oder so. Gut, das hat sich dann damit erledigt. Ja gut, das hätte ja sein können. Sehr schön. Wahrscheinlich renne ich hier schon seit Ewigkeiten lang vorbei. Ja, nehmen wir doch die. GG an mich selbst. Let it snow, let it snow, let it snow. Wird Zeit, dass wir hier rauskommen. Mir wird es hier langsam zu kalt. Was sagt die Zeit? Lohnt sich gar nicht mehr. Es lohnt sich wirklich nicht mehr, jetzt in diesem Part jetzt noch nur in die Shots zu gehen, weil wir werden mit Sicherheit wieder einiges an Sucherei haben, was die Münzen angeht. Deswegen werden wir den Part ein bisschen kürzer halten dieses Mal. Gut. Damit haben wir das hier auch komplett und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Lasst mir doch gerne einen Kommentar da. Ein Däumchen wäre schön und ein Abo natürlich auch. Und bis zum nächsten Mal. Euer Retro Basti. Ciao, ciao.